Ich sag Ihnen ein Beispiel, als ich nach Syrien gefahren bin. Im ersten Jahr, ich war jetzt 4-mal in dieser Krise in Syrien, als ich dort war und in Damaskus eine Riesendemonstration für Assad war. Da waren 1,5 Millionen auf der Straße in Damaskus. Da hieß es hier in den Medien, 1,5 Millionen gehen gegen ihn auf die Straße. Wie kann das sein, dass unsere Medien die Tatsachen verdrehen? Ein wissenschaftliches Forschungsprojekt mit dem Namen Swiss Propaganda Research beschäftigt sich mit geopolitischer Propaganda in Schweizer, aber auch deutschen Medien. Vom Forschungsteam wurde ein deutlicher Propagandaeffekt zugunsten der Konfliktpartei USA-NATO nachgewiesen. Einzelheiten finden Sie in der Sendereihe Manipulationstechniken der Medien. Dieser Propagandaeffekt der westlichen Leitmedien zugunsten der Konfliktpartei USA-NATO kann auch beobachtet werden, was über Demonstrationen oder Protestaktionen in anderen Ländern berichtet wird, beziehungsweise eben nicht berichtet wird. Von einer neutralen Auswahl, über welche Demonstrationen berichtet bzw. nicht berichtet wird, kann nicht die Rede sein. Jüngstes Beispiel. Als am 26. März 2017 in zahlreichen Städten Russlands Proteste gegen Korruption stattfanden, wurden diese von allen Massenmedien aufgegriffen, um ganz offensichtlich Stimmung gegen Russland zu machen. An einer nicht genehmigten Kundgebung in Moskau sollen gemäß Polizeiangaben 7.000 bis 8.000 Menschen teilgenommen haben. Die Presse berichtete über mindestens 933 Festnahmen in Moskau, darunter Oppositionsführer Alexei Nawalny, der zu den Protesten aufgerufen hatte. Nicht berichtet dagegen wurde, dass Unbekannte Pfefferspray in der Menge versprüht haben und mindestens ein Polizist ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Auch nicht berichtet wurde, dass der von Wladimir Putin in den letzten Jahren geführten Kampf gegen die Korruption die Entlassung zahlreicher Spitzenbeamter nach sich gezogen hat. Dass es den Massenmedien in erster Linie weder um die Hintergründe der Demonstrationen noch um die Anliegen der Demonstrierenden geht, zeigt ein anderes Beispiel. Die Protestaktion im Jemen, ebenfalls am 26. März 2017, wurde in den Mainstream-Medien mit keinem Wort erwähnt. Dies, obwohl an diesem Tag Hunderttausende in die Hauptstadt zogen, um gegen den Krieg, den die saudische Kriegskoalition in ihrem Land führt, und gegen die dadurch verursachte verheerende Hungerskatastrophe zu protestieren. Doch der mediale Fokus hierzulande lag auf Moskau. Oder besser gesagt, Zulassen Moskaus. Der Protest im Jemen markierte den zweiten Jahrestag des Beginns der Militärintervention Saudi-Arabiens in dem verarmten Land. Heute herrscht im Jemen die verheerendste Hungerkatastrophe weltweit. Über 460.000 Kinder sind in Lebensgefahr und leiden unter akuter, schwerer Mangelernährung. Infolge des Zusammenbruchs der Wasserversorgung und extremen Nahrungsmangels hungern Millionen und brauchen dringend Hilfe. Hinzu kommt, dass das Land unter einer totalen Blockade von Seiten der saudischen Kriegskoalition steht, die zu einer extremen Knappheit von Versorgungsgütern führt. Der Jemen ist im Umfang von 90% seiner Lebensmittel auf Importe aus dem Ausland angewiesen. Land- und Seewege sind unter Kontrolle der saudischen Koalition. Wird wohl darum nicht darüber berichtet, weil Saudi-Arabien die Interessen der Konfliktpartei USA-NATO vertritt? Jemen ist bei weitem nicht das einzige Beispiel. Als ab Dezember 2013 die Massenproteste auf dem Maidan in Kiew gegen die Regierung Janukowitsch losgingen, war die Präsenz in den westlichen Medien groß. Der Westen sah seine EU- und NATO-Erweiterungspläne gefährdet, als der damalige rechtmäßige Präsident der Ukraine, Janukowitsch, das EU-Assoziierungsabkommen verschob.
Als aber angeblich friedliche Demonstranten mit brachialer Gewalt gegen defensive Polizisten losgingen, hüllten sich die westlichen Leitmedien in tiefes Schweigen. Auch als Anfang Juli 2016 bei Friedensmärschen in der Ukraine gemäß Teilnehmern über Hunderttausende Ukrainer in Kiew angekommen seien, um die Regierung zum Kriegsende im Donbass zu bewegen, schwieg sich die gleichgeschaltete westliche Presse geschlossen aus. Begründung all dieser Medien? Die großen Nachrichtenagenturen hätten nichts davon berichtet und die Teilnehmerzahl sei zu gering. Dasselbe gilt bezüglich Syrien im Jahr 2011. Als im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings gegen die Regierung Bashar al-Assad demonstriert wurde, waren die Mainstream-Medien voll davon. Als aber 1,5 Millionen Syrer für Assad auf der Straße waren, verdrehten die Leitmedien kurzerhand diese Tatsache und behaupteten, es seien 1,5 Millionen gegen Assad aufgestanden. So erklärte es unter anderem ein syrischer Student und Augenzeuge kürzlich der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Aber ich stelle mir die Frage, wenn wir hier über Frieden reden, warum stempeln wir gleich Assad als Diktatoren ab? Und warum sagen wir nicht, dass er auch eine große Bevölkerungszahl hinter sich? Und das ist ein Fakt. Man muss doch dazu stehen, dass ein Präsident einer Nation ebenfalls eine große Bevölkerungszahl hinter ihm steht. Und man kann das nicht verneinen. Wenn man das verschweigt, dann verdreht man Tatsachen. Ich sag Ihnen ein Beispiel. Als ich nach Syrien gefahren bin, im ersten Jahr, ich war jetzt 4-mal in dieser Krise in Syrien, als ich dort war und in Damaskus eine Riesendemonstration für Assad war, da waren 1,5 Millionen auf der Straße in Damaskus. Da hieß es hier in den Medien, 1,5 Millionen gehen gegen ihn auf die Straße. Wie kann das sein, dass unsere Medien die Tatsachen verdrehen? Das ist nicht normal. Und da wurde mir klar, dass einiges nicht stimmt in diesem Krieg. Diese Aufzählung über die propagandistische Berichterstattung westlicher Medien zu Demonstrationen könnte weiter fortgeführt werden. Immer zeigt sich dasselbe Muster. Über alles, was die Konfliktpartei USA-NATO begünstigt, wird berichtet. Über fast alles, was diese nicht begünstigt, wird geschwiegen. Somit erweisen sich die gleichgeschalteten Massenmedien wieder einmal als nicht neutral, ja sogar als Verbreiter von kriegsfördernder Propaganda und somit als Handlanger von Kriegstreibern. Öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehkanäle wie ARD und ZDF in Deutschland oder das Schweizer Radio und Fernsehen, SRF in der Schweiz, haben einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Doch wie objektiv und kritisch berichten die öffentlichen Sender und andere wichtige Medienunternehmen über geopolitische Themen? Um diese Frage zu beantworten, haben mehrere Schweizer Medienwissenschaftler ein Forschungsprojekt zu geopolitischer Propaganda, vor allem in Schweizer Medien, in die Hand genommen. Dabei wurden in mehreren Studien verschiedene Medienkanäle untersucht. Das ernüchternde Resultat der Forscher, ob öffentliches Fernsehen oder Lokalradio, ob Boulevard oder seriöse Tageszeitung, wenn es um Geopolitik und Kriege geht, berichten die etablierten Medien erstaunlich gleichartig und einseitig. So untersuchte das Forscherteam beispielsweise in einer systematischen Analyse die SRF- und ZDF-Berichterstattung zum Angriff am 19. September 2016 auf einen Hilfskonvoi des syrisch-arabischen Roten Halbmonds und der UNO in der Nähe von Aleppo. Das Resultat: In allen untersuchten Beiträgen zu diesem Thema wurden massive Propaganda- und Manipulationstechniken festgestellt. In dieser Sendereihe zeigt KlarTV auf, welche perfiden Techniken die Leitmedien zur Manipulation der Bevölkerung nutzen. Die Berichterstattung des Schweizer öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu nur einem Ereignis liefert bereits genug Stoff, um eine ganze Sendereihe mit Beispielen von Propaganda- und Manipulationstechniken zu füllen. Daran wird deutlich, in welch riesigem Ausmaß die Bevölkerung tagtäglich von Seiten der Mainstream-Medien mit manipulierten und einseitigen Nachrichten überrollt wird. Um dieser Propagandafalle die Wirksamkeit zu nehmen,
sollte die gesamte Bevölkerung darüber informiert sein. Zum Beispiel mit Hilfe dieser Sendereihe, weiterverbreitet durch Sie. Zur Untermauerung von Nachrichtenmeldungen werden meist Drittquellen zitiert, die nicht direkt zu einer der Konfliktparteien gehören. Dabei wird der Eindruck erweckt, dass es sich hier um unabhängige und neutrale Quellen handelt. Am Beispiel der SRF-Berichterstattung lässt sich aber nachweisen, dass die Quellenauswahl sehr einseitig ausfällt. In den untersuchten Sendungen wurden insgesamt 4 Drittquellen verwendet. Während die UNO als neutral angesehen wird, sind die 3 anderen Organisationen klar der syrischen Opposition oder der USA und NATO zuzurechnen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in England wird von einem syrischen Exilanten betrieben und steht, wie SRF selbst zugibt, den Rebellen nahe. Die Zivilschutzorganisation White Helmets wird unter anderem von den USA, England und Deutschland finanziert und operiert ausschließlich auf dem Gebiet der syrischen Rebellen. Aleppo 24 wird selbst von der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press als eine Rebellengruppe beschrieben. Jedoch suggeriert SRF dem Publikum oft eine scheinbare Neutralität der verwendeten Quellen und keine war indes Syrien oder Russland zuzurechnen, obwohl es deren zu Genüge gäbe. Durch diese einseitige Quellenwahl macht sich das SRF zum Propagandainstrument der westlichen Kriegstreiber. Eine in den Leitmedien oft angewendete Methode ist die Auslassung von Kontext. Das bedeutet, dass dem Publikum wichtige Hintergrundinformationen vorenthalten werden, die, um ein Gesamtbild der Lage zu erhalten, unverzichtbar sind. So wurde zum Beispiel in allen untersuchten SRF-Sendungen davon gesprochen, dass die syrische Regierung die Waffenruhe beendigt hatte. Es wurde jedoch nicht erwähnt, aus welchem Grund dies geschah. Die syrische Regierung zählte vorher über 300 dokumentierte Verletzungen der Waffenruhe durch die Rebellen, sodass sie gezwungen war, einzugreifen. Ein weiteres Beispiel für die Auslassung von Informationen betrifft den Umstand, dass die Konfliktpartei Syrien-Russland ungeachtet der gegen sie erhobenen Anschuldigungen in keinem der Beiträge selbst zu Wort kam. In allen identifizierten Fällen von ausgelassenen Kontext- und Hintergrundinformationen fiel deren Unterdrückung zu Ungunsten von Russland und Syrien aus. Viele ähnliche Beispiele zeigen, dass dies kein Einzelfall, sondern eine gängige Methode ist, die nicht nur beim SRF, sondern bei praktisch allen nennenswerten Leitmedien angewendet wird. Dies bestätigt auch der französische Journalist und Medienkritiker Jean Queval mit folgender Aussage. Um den Propagandakrieg zu gewinnen, greift man gelegentlich ruhig zur schlichten Fälschung, am häufigsten dergestalt, dass man die Perspektiven und die Bezüge verschiebt, was sich auf verschiedene Weise machen lässt, von denen die einfachste und die häufigste die Lüge durch Weglassen und Verschweigen ist. Interviews mit sogenannten unabhängigen Experten sollen dem Publikum vordergründig Nachrichtenmeldungen kommentieren. Doch wenn man die Verbindungen dieser Experten genauer untersucht, stellt man fest, dass sie meist von großen Organisationen gesteuert und bezahlt werden. Dies zeigte sich beispielsweise in einem SRF-Interview mit Guido Steinberg, einem Vertreter der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik, kurz SWP, zu dem Angriff vom 19. September 2016 auf einen Hilfskonvoi in der Nähe von Aleppo. Die SWP wird hauptsächlich von der deutschen Bundesregierung und somit von einem Mitglied der Konfliktpartei USA-NATO finanziert. Zudem ist der Leiter der SWP Mitglied in zahlreichen hochkarätig US-gesteuerten Transatlantik-Netzwerken. Bei der SWP muss deshalb von einer transatlantischen Denkfabrik oder Think Tank gesprochen werden. Was also als neutrale Expertenstimme dargestellt wird, ist in Wahrheit ein Interessensvertreter der US-Regierung und der NATO. Das Schweizer Radio und Fernsehen macht häufig Gebrauch von Suggestionen. Das meint die geistlichen und psychischen Beeinflussungen eines Menschen oder Assoziationen. Das bedeutet den gedanklichen Verbindungen bzw. Verknüpfungen. Dabei werden beispielsweise Zusammenhänge konstruiert, wo gar keine sind. So wurde beim SRF wiederholt die Beendigung der Waffenruhe durch Syrien mit dem Angriff auf den Hilfskonvoi verknüpft. Die Moderatorin sagte nämlich,
Der Angriff ereignete sich wenige Stunden, nachdem die syrische Regierung die Waffenruhe für beendet erklärt hatte. Kaum eine Woche dauerte die wackelige Waffenruhe in Syrien. Das syrische Regime erklärte sie heute für beendet und fliegt wieder Angriffe. Ein Konvoi wurde vergangene Nacht sogar aus der Luft angegriffen. Wir haben es eingangs gehört. Hier wird Syrien unterschwellig für die Angriffe auf den Konvoi verantwortlich gemacht. Obwohl die Beendigung der Waffenruhe nichts mit dem Angriff auf den Konvoi zu tun hatte. Diese Wirkung wird dadurch verstärkt, dass die unzähligen Verletzungen der Waffenruhe durch die Rebellen, welche Syrien zur Beendigung eben dieser veranlasst hat, konsequent verschwiegen wurden. Eine besonders effektive Manipulationstechnik der etablierten Fernsehanstalten findet auf audiovisueller Ebene statt. Audiovisuell meint die Weitergabe von Informationen durch Wort und Bild, um das Hören und Sehen der Zielpersonen anzusprechen. Dabei wird zum Beispiel Filmmaterial manipulativ zusammengeschnitten oder ein bedeutender Kontext zu den Aufnahmen verschwiegen. In der untersuchten Tagesschau-Hauptausgabe wurden beispielsweise russische Drohnenaufnahmen eingespielt, die den Hilfskonvoi zeigen. Die Moderatorin sagte dazu: Russland weist jede Verantwortung zurück. Das russische Staatsfernsehen hat aber Drohnenaufnahmen des Verteidigungsministeriums veröffentlicht, die den Konvoi zeigen sollen. So werden diese Aufnahmen als indirekten Hinweis dargestellt, dass Russland für den Angriff verantwortlich sein soll. Verschwiegen wurde vom SRF dabei, dass Russland diese Bilder einzig veröffentlichte, um zu zeigen, dass sich in der Nähe des angegriffenen Hilfskonvois bewaffnete Rebellengruppen aufgehalten haben. Eine weitere audiovisuelle Manipulationstechnik ist der Einsatz von subtiler Hintergrundmusik bei Einspielungen. So ließ das SRF bei Einblendungen von Putin oder Assad auch schon erwiesenermaßen dunkle und unheimliche Musik laufen. Das Bild des russischen oder syrischen Präsidenten wird beim Publikum somit gezielt mit einem bedrohlichen, negativen Gefühl verknüpft. Das Schweizer Forscherteam Swiss Propaganda hat in Sendungen des SRF und des ZDF ein starkes Idealisieren der USA bzw. der NATO festgestellt. Durch Einspielungen und Kommentare der Moderatoren wird die USA bzw. die NATO nicht als Konfliktpartei, sondern als Friedenspartei dargestellt, die sich als einzige gegen Gewalt und für Diplomatie einsetzt. Im ZDF-Heute-Journal vom 20.09.2016 hörte sich das so an. Der US-Präsident habe die Aura, also die besondere Ausstrahlung eines Stars. Im Hintergrund ist Jubel zu hören. Und er setze sich für Frieden, Menschenrechte und die Bedürftigen sowie für Freiheit und Demokratie ein. Um diese Botschaft zu verstärken, setzte das ZDF auch Videoschnitttechniken ein, sodass ein Applaus, der eigentlich dem UN-Generalsekretär galt, unmittelbar im Anschluss an einen Ausschnitt aus der Rede des US-Präsidenten zu hören war. Diese filmtechnischen Tricks entlarven die Manipulationsabsichten des ZDF. Es geht nicht um eine neutrale Berichterstattung, vielmehr soll den Zuschauern das Bild der friedvollen USA im Kampf gegen beispielsweise das böse Russland eingebrannt werden. Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984. Vergebliches Schreien. Durch die Stopp den Krieg-Koalition fanden am 15. Februar 2003 die größten Demonstrationen aller Zeiten statt. Doch die schreiende Weltbevölkerung erhielt nie die gebührende Erhörung auf ihren Stoppruf. Zwar kamen die Massenmedien in den einzelnen Ländern kurzfristig nicht mehr darum herum, über die Großdemonstrationen in aller Welt zu berichten. Doch statt ihres Amtes zu walten, den ungehorsamen Regierungen den vollumfänglichen Befehlsruf der Weltbevölkerung vor Augen zu stellen und dann unnachgiebig auf einen Umsetzungsgehorsam zu bestehen, erstickte die Sensationspresse jede entflammte Energie wieder über Nacht, indem ihre TV-Sender sogleich dazu übergingen, den
den trotzdem ausgebrochenen Irakkrieg live aufzuzeichnen. Sensationskino und Sensationspresse also, anstelle eines immer lauter werdenden Aufschreis auch durch alle Massenmedien. Genauso wurde der beabsichtigte Krieg nicht verhindert, beziehungsweise dessen Ausbruch nicht sofort wieder abgebrochen. Nun konnten sich die abgebrühten Teile der Nationen sogar noch mit Chips und Bier in der Hand die Irak-Bombardierungen zu Hause in ihren Wohlfühlzonen reinziehen. So folgte darauf ungehindert ein Krieg nach dem anderen. KlarTV ruft daher in Erinnerung, in welchem Umfang fast auf den Tag genau vor 14 Jahren die vergeblichen Volksbefehle an ihre Politiker, allen voran an die angloamerikanische Elite, ergingen. Allein am 15. Februar 2003 demonstrierten über 30 Millionen Menschen in 789 Städten und 72 Ländern gegen Bush und Tony Blair. Werden all die heutigen Aufbrüche und Antikriegsdemonstrationen hinsichtlich immer neuer Provokationen des Westens gegen Russland mehr bewirken können? Eine Tatsache zeichnet sich bedrohlich ab. Ohne die ununterbrochene und volle Unterstützung aller Massenmedien dürfte dies abermals schiefgehen. Doch es muss möglich werden, weil einem allfälligen Dammbruch in der Ostukraine abermals viele weitere Kriege auch in ganz Europa folgen könnten. Denn auch der Irakkrieg war ja nur gerade der Auftakt für all die nachfolgenden Kriege in den Ländern des sogenannten arabischen Frühlings. Tunesien, Ägypten, Algerien, Libyen, Jemen, Syrien und so weiter. Rufen Sie daher Ihre Massenmedien dazu auf, solche Kriege zu verhindern und sie nicht weiter durch Anti-Russland-Propaganda sogar noch zu schüren. Bei den Protesten gegen den Irakkrieg gingen überall auf der Welt millionenweise Menschen auf die Straße. Es handelte sich um die größte Massendemonstration der Weltgeschichte. Von Oakland bis Athen, von Berlin bis Bangkok, von New York bis Tokio. Kurzum, vom südlichsten Punkt Afrikas bis in die Antarktis geschah ein und dasselbe. Und dieses Wunder wird sich mit Sicherheit wiederholen. Zur Erinnerung an den legendären 15. Februar 2003. Die Demonstrationen folgten der Richtung der Sonne. Die ersten fanden im Südpazifik statt. Danach kamen Neuseeland, Australien und Sydney. Dann kamen Nordasien und Südasien. Dann Malaysia und Indonesien. Dann ging es weiter auf den Philippinen, in Indien und Pakistan. Und dann überall in Russland. Und dann in Afrika. Dann in Europa, Rom. Und dann in Spanien. Allein in Madrid waren es 3 Millionen Demonstranten, die gegen Bush und Blair demonstrierten. Dann folgte Frankreich, Paris. Dann in der Türkei. Dann gingen die Demos über nach London. Allein in London waren es 1,5 Millionen an einem Tag. Doch ganz egal, wie viele Millionen Menschen in aller Welt am gleichen Tag demonstrierten, Bush und Blair schlugen dennoch gnadenlos zu, ohne jegliche Genehmigung, weder vom Volk noch vom Sicherheitsrat. Schlicht die ganze Welt gebot ihnen Einhalt, aber sie taten es doch. Sie hörten nicht und stürzten eine ganze Nation ins Verderben für eine Lüge. Für jene Lüge, Saddam Hussein würde Massenvernichtungswaffen besitzen. Und dafür wurden sie bis zum heutigen Tag nie zur Rechenschaft gezogen. Ihr verlogener Krieg geht weiter. Aus Ägypten, Kairo und von überall her. Alle machten sie mit und stiegen mit ein in den größten weltweiten Ruf. Stopp! Keinen Krieg gegen den Irak! Doch diese Kriegsverbrecher übergingen das Schreien einer ganzen Welt. So also funktionieren diese Demokratieprediger. Das ist unsere Demokratie, wie sie in Wahrheit ist und funktioniert. Auch in mindestens 150 amerikanischen Städten fanden an jenem Tag Antikriegsdemos statt. Alles vergeblich. Kein Gehör seitens der Kriegstreiber. Gegen die 35 Millionen Menschen erhoben sich am 15. Februar 2003 in aller Welt und schrien: Stopp Bush und Blair! Keinen Krieg gegen den Irak! Doch das interessierte die Kriegsverbrecher keinen Deut. Hier Bushs Kommentar. Die Größe eines Protests. Das ist doch, als mache man Politik für eine Fokusgruppe. Die können uns nicht aufhalten. Moment mal. Menschheit, wach auf. 35 Millionen an einem Tag. Aus 72 Ländern. Aus 789 Städten. Nur eine Fokusgruppe für Little George?
Welcher gottverdammte Verein hat diesem Massenmörder bloß solche Sprüche beigebracht? Die Antikriegsbewegungen haben bewiesenermaßen eine weltumspannende Reichweite. All die engagierten und oft so schmerzlich enttäuschten Menschen werden keinesfalls resignieren. Stattdessen werden sie sich massenschlupfartig weiterentwickeln und damit beginnen, völlig neue Gerichtsnetzwerke zu knüpfen, bis das jedem Machtmissbraucher wirksam die Stirn geboten ist. Sie werden jedem höchsten Gericht die Chance geben, die in aller Welt angeprangerten Kriegstreiber samt ihren Verbündeten gerecht zu richten. Wird dieses Mandat nicht vor aller Augen umgesetzt, werden die Völker ihre Nutzlosen und mit dem bösen alliierten Scheinrichter mit Berufsverboten versehen und dafür ihre tauglichen und unbestechlichen Richter einsetzen. Diese werden sie aber nicht durch gewalttätige Bürgerkriege, sondern durch gewaltige Bürgerentscheidungen einführen. Doch trotz gleichzeitigen Demonstrationen von Südafrika bis zur Antarktis kein Gehör. Haargenau so und nicht anders sieht es in der Praxis mit der vielbeschworenen Demokratisierung durch die USA aus. So und nicht anders. An einem einzigen Tag demonstrierten 789 Städte in 72 Ländern. Aber dieser unendlich große Aufwand mit all seinen Mühen, Leiden und nicht zuletzt Kosten konnten Bush und Blair keinen Moment beeindrucken oder gar erweichen. Alle irgend existierenden Gerichtshöfe und Instanzen erweisen sich damit als völlig nutzlos. Das nachgewiesene Kriegsblut wurde bis zum heutigen Tag von keinem Gericht gerecht. Wenn Donald Trump die USA wieder groß machen will, wie er es sagt, sollte diese Vergangenheitsbewältigung seine erste Zielgebung sein. Wenn er nicht selber Kriegsblut an seinen Händen behalten will, wird er es tun? Das war nur das einleitende Verbrechen für die nachfolgenden Kriegsverbrechen des Jahrhunderts. Doch vergeblich demonstrierte auch das britische Volk, nachdem ans Licht kam, dass über 1 Million Schuldloser ihr Leben für eine Lüge geben mussten. So klagte schon damals das britische Volk. Tony Blair konnte sich nicht mehr irgendwo in der Öffentlichkeit zeigen, ohne Gefahr zu laufen, auf der Stelle gelyncht zu werden. Das Volk, das seine Väter und Söhne im Krieg für Blair verloren hat, über Jahre hinweg, bat um eine 15 Minuten Gesprächszeit mit Blair. Aber unsere Bitte wird völlig ignoriert. Stattdessen wurde Tony Blair nach dem Ausscheiden aus seinem Amt zum Friedensvermittler im Nahen Osten ernannt. Wer zum Teufel hat ihm diesen Orden verliehen? Heute Abend präsentiere ich Ihnen einen Dia-Abend. Dinner der Gesellschaft der Radio- und TV-Korrespondenten. Das sind echte, nicht gestellte Fotos aus dem Fotoarchiv des Weißen Hauses. Diese Massenvernichtungswaffen müssen doch irgendwo sein. Nein, da sind keine. Vielleicht hier drunter. Was haben die Völker nun von ihren Weltgerichtshöfen? Wem allein als den ganz großen Kriegsverbrechen nützen sie? Das Volk aber wird für diese in den Tod geschickt, wird für jedes Detail vor funktionierende Gerichte gezogen. Diese Frau wurde für einen 1,30-Euro-Betrug gehörig zur Rechenschaft gezogen, gestraft und in aller Öffentlichkeit gebrandmarkt. Und dies nur, weil sie Wertmarken von 1,30 Euro für sich selbst einlöste, die ein Kunde an der Kasse hat liegen lassen. Die Völker werden für jede Kleinigkeit gebüßt und gestraft. Doch Massenmörder im Format von Volksmördern bleiben über Jahrzehnte hinweg ungestraft, trotz zig Millionen Proteste an einem einzigen Tag. Immer mehr Netzwerke verantwortungsvoller Menschen beginnen daher, Medienberichte zu dokumentieren und so zu speichern, dass diese nicht mehr einfach vernichtet oder gelöscht werden können. Für die Kriegstreibenden kommt jede Internetzensur daher zu spät. Wie sich Vögel aus aller Welt ohne Planung mit einem Mal aufmachen und wissen, wohin sie zu fliegen haben, sorgen seit einigen Jahren Naturkräfte dafür, dass aus allen Teilen der Welt so eine Art Kriegsverbrecherlexikon entsteht. Tausende von Artikeln halten den Kriegstreibern diese neuen Sichtweisen und Gegenstimmen offen entgegen.
Völlig ungeplant, aber dennoch gleichzeitig gelangen immer mehr Gegendarstellungen, netzwerkartig zu den verantwortlichen Journalisten und Redakteuren, zu den Medienherausgebern und Politikern. Einem Massenschlupf gleich werden diesen Verantwortlichen zunehmend offiziell Aufforderungen zur Richtigstellung vorgelegt, zum Beispiel auch all das Unterschlagene noch zu berichten. Durch dieses Naturereignis können sich all diese Verursacher von Lügen und Kriegstreibereien später nicht mehr auf ihre Unwissenheit oder irgendwelche falschen Informationen berufen. Sie halten von allen Seiten klare Informationen und ihre Reaktion darauf wird wiederum von allen Seiten dokumentiert. Diese gerade geschehenden Naturereignisse verunmöglichen ein späteres Vergessen. Zunehmend werden Mainstream-Journalisten von allen Seiten darüber informiert, dass ihr journalistisches Verhalten später für gerichtliche Verfahren gegen sie verwendet werden wird. Denn es kommt mit Sicherheit die Zeit, wo vom Volk neu einberufene Gerichte all die wissentlich groben Falschmeldungen, Unterschlagungen und Auslassungen rechtlich wirksam ahnden werden. Dass sich am 15. Februar 2003 massenschlupfartig über 30 Millionen Menschen am gleichen Tag in über 789 Städten und 72 Ländern zum Protest aufgemacht haben, beweist: Solche Massenerscheinungen kommen wieder. Sie werden sich unaufhaltsam und übernatürlich netzwerkartig durchsetzen, bis das jede mediale Brandstiftung, die zur Vorbereitung von Kriegen dient, irgendwann in neu funktionierenden Kriegsverbrechertribunalen geahndet werden wird. Alle Mainstream-Schaffenden, die nicht zu ihrer Verantwortung als vierte Gewalt zurückkehren und alle ihre Energie wieder dahingehend investieren, dass sie die korrupten Machenschaften und Kriegstreibereien von Regierungen offenlegen und ahnden, werden sich selbst vor diesen kommenden Gerichten als Kriegsverbrecher Komplizen zu verantworten haben. Diese Entwicklung wird nur eine logische und rechtlich relevante Fortsetzung der zuvor beschriebenen Aufbrüche sein. Mögen dadurch nicht allein die getäuschten und belogenen Menschen, sondern allen zuvor die vorsätzlichen Täter zu einem Umdenken angeregt werden. Zusammengefasst: Überlebensmechanismen der Natur bringen gerade weltweit völlig voneinander unabhängige Dokumentationsstellen für mediale Kriegstreiber und Kriegsverbrecher hervor. Erstens: Jedes Medium, jeder Berichterstatter, der einseitig berichtet bzw. eine Falschmeldung bringt, wird weltweit von völlig unabhängigen Dokumentationsstellen erfasst, so dass jedes Medienkriegsverbrechen dauerhaft dokumentiert wird, nicht nur rein digital. Zweitens: Der Journalist, das Medium, wird bei einseitiger Berichterstattung von jedermann mit Gegendarstellungen konfrontiert, die er gemäß seines journalistischen Auftrages, Berufsethos und gesetzlichen Vorgaben hätte berichten müssen. Naturtriebartig werden diese Leute wegen ihrer Unwahrheit über belegbare Gegendarstellungen informiert. Genau das geschieht völlig unabgesprochen zunehmend überall. Drittens: Lügenberichterstatter werden von allen Seiten aufgerufen, ihre einseitigen oder fälschlichen Berichterstattungen innerhalb einer angemessenen Frist im gleichen Medium zu korrigieren, ähnlich gerichtlich angeordneter Richtigstellungen, um Unwissenheit oder Fehler auszuschließen. Viertens: Sie werden von allen erwachten Beobachtern darauf vorbereitet, dass spätestens nach einem allfälligen Krieg eine Dokumentensammelstelle für Medienkriegsverbrechen alles daran setzen wird, kriegshetzende Medien als Terrorvereinigungen zu ahnden und in Kriegsverbrecherprozessen auch deren journalistischen Komplizen zu verfolgen. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist.
Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen. Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Medienklagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Seit Jahrzehnten gehen Kriege übers Land und immer wieder unter falschem Vorwand. Wie viel Menschenleben aufs Spiel gesetzt, durch Medienlügen aufgestachelt, aufgehetzt. Wir wollen keinen Krieg, stimmen wir auf, dass es diesen nicht mehr gibt. Völker Europas verweigern diesen Krieg, indem es nur Verlierer gibt und keiner siegt. Wir wollen keinen Krieg, stimmen wir auf, dass es diesen nicht mehr gibt. Völker Europas verweigern diesen Krieg, indem es nur Verlierer gibt und keiner siegt. Wird auch heute wieder zum Krieg gehetzt. Gegen Russland, gegen China und den Iran treiben sie die Völker in den Toten ihrem Wahn. Wir wollen keinen Krieg, stimmen wir auf, dass es diesen nicht mehr gibt. Völker Europas verweigern diesen Krieg, in dem es nur Verlierer gibt und keiner siegt. Verweigern diesen Krieg, in dem es nur Verlierer gibt und keiner siegt. Niemals ziehen wir in den Krieg. Verweigern ihn, bis es Frieden gibt. Wir schließen uns zusammen von Hand zu Hand. Zum Ringen, so wie
Wie viele Kriege hat die USA nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs bereits geführt? Seit 1945. USA töteten über 30 Millionen Menschen. Kein anderes Land der Erde bringt es auf eine so blutige Bilanz wie die USA. In 201 Konflikten seit 1945 hat das US-Regime über 30 Millionen Menschen für die eigenen geopolitischen Zwecke töten lassen. Die US-Geschichte wurde mit Blut geschrieben, vor allem fremdem Blut. Dies zeigt schon allein die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten seit ihrer Gründung 1776 ganze 222 Jahre im Kriegszustand waren. Von den 239 Jahren ihres Bestehens sind das also gut 93%. Nicht gelistet wurden oben beispielsweise CIA-Operationen wie der Arabische Frühling und andere verdeckte Kriege. US-Kriege im Vergleich zu Russland, China, Iran, Deutschland.